Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Schatten des Krieges. So, damit wir auch Leute übernehmen können, also die Hauptmänner, wäre es vielleicht von Vorteil. Im Norden wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Königin Marwen, sie war die erste, die eine Ork-Armee vorschlug. Diesmal wird alles anders. Wir haben den neuen Ring. Aha. Ich finde es auch irgendwie schade, dass man erst mit dem neuen Ring wieder Leute rekrutieren kann, aber okay. Ring der Macht. Gut, Ring der Macht. Die Wiederbeschaffung des neuen Rings gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen. Es ist an der Zeit, eine Armee zu formen. Genau das habe ich vor. Und deshalb mache ich zuerst mal ein bisschen. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Boah. Ihr habt einen Level 24er getötet? Nicht schlecht. Ich mag ihn. Ich auch. Der scheint gut zu sein. Hauptmänner beherrschen genau das will der. Hauptmänner können als Gefolgsleute rekrutiert werden. Greife einen Hauptmann beim Rekrutieren so lange an, bis er bricht und halte dann gedrückt, um ihn zu beherrschen. So, upsala. Du willst mich wohl durchbohren? Was? Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Gut. Das geht nicht. Ach, verdammt. So, kurzer Moment. Besorgen wir uns ein paar Gefolgsleute. Den da. Ihm hat das mehr wehgetan als mir. Gut. Und einfach übernehmen. Aber ja. So. Falschen angreifen. So. Ja. Danke. Danke, mein Freund, dass du mir gleich mitnimmst. Au. Ein guter Dreckführer. Okay. Komm schon. Unten durch und von hinten angreifen. So, und jetzt. Wow. So, unten durch und nochmal angreifen. So, und sehr gut. Ja, finde ich gut. Dann gib dein Bestes. So, beherrschen! Das ist mir noch nie passiert! Ach ja? Und das hier? Beuge dich! Rekrutieren, Space! Von nun an dienst du dem hellen Herrscher! Hell oder dunkel ist mir doch gleich! Solange ich das Rückgrat meiner Feinde rausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr wertet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever, was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde.
töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Ich mag den Kerl. Der ist sympathisch, Mann. Nee, das ist ein Mann nach meinem Format. Der kann Stufe halten und schlüpfe durch die Beine von Bruce. Oh, das war eine Aufgabe? Hab ich mal gemerkt. Gebietskontrolle. Bruce will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen und die Festung von Nurn zu erobern. Halte gedrückt, um die Armee aufzurufen. Ja. Dieses Gebiet wird von einem furchterregenden Oberherrn aus der Festung Sharkbrook, Bruce, herauskontrolliert. Als Auftakt deiner Eroberung Mordors musst du Sharkbrooks angreifen und einnehmen. Verstärke deine Armee, indem du zusätzliche Hauptmänner rekrutierst, die in deiner Angriffstruppe als Angriffsführer dienen. Drücke linke Shift, um die Belagerungsverbesserung der Festung anzuzeigen. Okay, was steht da? Die stärksten Kämpfer eines Oberherrn sind seine Häuptlinge. Sie sind für die Verteidigungsanlage der Festung verantwortlich, die auch Belagerungsverbesserung genannt werden. Du kannst einen Häuptling hervorlocken, indem du einen Konfrontationsauftrag ausführst. Ein hervorgelockter Häuptling kann entweder getötet oder aber beherrscht und so für deine Armee rekrutiert werden. Das Töten oder Beherrschen eines Häuptlings vor dem Angriff auf die Festung deaktiviert seine Belagerungsverbesserung und schwächt so die Verteidigung der Festung. Gut. Okay, wie viel kommt noch? Bruce hat sich deinen Angriffstrupp als Angriffsführer angeschlossen. Rekrutiere weitere Hauptmänner, damit sie sich dem Angriffstrupp anschließen und gib Mirian aus, um Belagerungsverbesserungen für sie zu kaufen. Nein, Bruce, das ist mein Bruce. Sprengmeister. Brettener Kavallerie. Und Ulokai. Die angreifende Armee wird mit einer Truppe von Nolokai verstärkt die Festungswelle einreißen können. Die angreifende Armee wird mit einer Truppe von Cargo-Reiter verstärkt. Und die angreifende Armee erhält Verstärkung von einer Gruppe explosiver Sprengmeister, die die Festungstore angreifen. Machen wir das? Können wir alles? Oder müssen wir uns für eins entscheiden? Wir müssen uns für eins entscheiden. Okay. Gut, wir nehmen die Ulokai. Ja, dann ist es dämlich, mehr als eins auszugeben. Okay. Gut. Kann ich nicht sehen. Die auch nicht. Okay, gut. Charakter. Ja, wir können etwas Neues freischalten. Okay. Da haben wir schon kritische Wellen, da haben wir auch schon. Fähigkeiten, die Macht kosten, verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Okay, und hier? Drücke, um mehrere Feinde hintereinander hinzurichten. Das ist gut. Und dann, wo war das? Geisterkette. Was haben wir hier? Dein erster Folge verbraucht keine Fokus. Schlachttötungen können gegen Bessen eingesetzt werden. Tödlicher Geist. Ach ja, das ist die Fähigkeit. Dein Geist zerrt sein Ziel auf. Terrorisiert sein Ziel. Ja. Wenn sein muss. Erhöht die Chance auf hochwertige Ausrüstung von Hauptmännern oder hochrangigen Orks. Beherrscht wirkt schneller. Das könnte praktisch sein. Und hier,
bessere Chance, von den besiegten Feinden Juwelen höherer Qualität zu erhalten. Aber, ja, jetzt schauen wir uns ein späteres... Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Ja. Okay, zuerst einmal... Wegpunkt festsetzen, die Augen des Hexenkönigs. Die Nazgul nutzen die Macht des Palantirs, um dir und dich durch Mordor zu folgen. Triff dich mit Eltariel, um dich ihre Bedrohung zu stellen. Und was haben wir hier? Seltsame Musik zieht dich in die Wälder Nuns. Es wird Zeit, ihren Ruf zu folgen. Nein. Nein, 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 nein. So, okay, wo ist der nächste Palantir? Nicht der Heidir. Okay, da ist er. Ist das Hügelgrab? Okay, ich würde sagen, wir machen zuerst den da. Ja, ja, ja. Gut. Wir nehmen auch noch diese Sicht ein, damit wir sehen, ob es irgendetwas bringt. So. Ich höre, da draußen ist ein Baum, der lebt. Ein Baum, der lebt? Okay. Und hierüber. Hinweise. Ein Vorratslager muss in der Nähe sein. Ich kann schon hören, wie sie darum streiten. Gut. Dann wollen wir mal kurz einen Prozess machen. So, und jetzt von hinten. Okay, wo... Au. Oh. Hier, bitteschön. Überwältigt ihn! Warum bleibt ihr nicht endlich? Wie soll ich das abwehren? So, es brennen alle. Also wir auch. So, du gehörst mir. Ja. So, absteigen. Wow, 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 wow. Scheiße. Okay, das geht auch. Gut, das wollte ich eigentlich wollte ich das nicht. Ah, da drüben. Sehr gut. Okay, was hast du gesehen? Lordmensch! Soll das etwa lustig sein oder was? Ja, finde ich. Feigling! Zeig deinen Knall! So, von hinten und dann... Das hat man nur im Weg! So, gut. So, und abstechen und wow, erzünd durch ein Friedhof. Sehr gut. Und abstechen. So, und jetzt gehörst du mir. Jetzt leidest du.
Rekrutieren oder beschämen, Stufe senken? Nein. Du schließt dich mir an! Genau. Ich bin dein Diener. Dein Diener. Okay, Rückzüge, Vorstoß auf die Armee. Verstoßen aus der Armee verbannen, für weiterkämpfen. Nö. Geh weg. Gehen Sie bereit. Gut, dann geh ich. Ja. So bringst du mir mehr. Was? Dieser Tag muss zu dreckiger Ebenmagie oder so imstande sein. Heller Herrscher! Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Okay, markiere deinen neuen Gefolgsmann. Drücke 3 und befehle diesen Kommandanten. Ja, Gefolgsmann. Grisha. Drücke Space, um diesem Gefolgsmann als deinen Leibwächter festzulegen. Als Leibwächter zugewiesen. Muss das sein? Ist er jetzt die ganze Zeit bei mir? Neue Verbesserungen. Leibwächter herbeirufen. Gefolgsleute, die als deine Leibwächter dienen, können jetzt herbeigerufen werden, um an deiner Seite zu kämpfen. Drücke 2, um deine zugewiesenen Leibwache herbeizurufen. Das muss ich aber nicht jetzt machen, oder? Ah, verdammt. So einen hab ich auch für dich, mein. So, stirb! So. So, und jetzt aufsaugen. Du bist tot! Aufs. Ah ja, der gehört ja schon zu uns. Gut, und jetzt hier nehmen. Gut, Welt des Wohlstands. Oh. Auf die Knie! Ach ja, das ist ein Wurm. Ja, haha, der da. Okay, der sieht aus wie ein gewöhnlicher Vollidiot. Wie blockt man das ab? Hilfe! Gut, hier. Oh. Moment, was ist hier los? Du hast... Ja? Hast du gerade einen sehr lauten Knall gehört? Wer? Moment. Ah, der ist tot. Was? So, gut abgewehrt. Okay, der ist nicht beschussfest. Was? Also durch Verletzung? So, hier. Was? Sehr gut. Abstechen. Okay, und abstechen. Boah. Jetzt bist du dran. Wow. Scheiße. Wow. 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 Ich kämpfte gegen viele Menschen, aber sie sind tot. Okay, der
Er weiß nicht, was ich zu dem sagen soll. So, Sauerlippe, hat dich getötet. Gut, du wirst meine Rache kennenlernen. Lorm oder Lord? Dann gehen wir hier rüber. Diese Welt ist Blut und Rauch und Stahl. Diese Welt gehört uns. Es ist an uns, sie zu befreien. Ja. So. Okay, was will der da? Nichts. Na komm. So. Scheiße, direkt reingelaufen. So, und jetzt übernehmen. Und übernehmen. So, wow. So, absteigen. So, hier. Und übernehmen. Gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir da vorne finden. Okay, und absteigen. Nein! Ich will absteigen. Ist das ein Grauk? Jetzt gehörst du mir. Gut. Dieser Wald ist voll mit Bestien. Gut, was haben wir hier? Aufsammeln. Das Wahrsagen, weiter zu sehen als mit gewöhnlichem Blick, hat uns immer fasziniert. Diejenigen, die behaupten, dazu fähig zu sein, wollen im stillen Wasser einer alten Schale die vielen Gefahren Mordors vorhersehen. Oder das schöne Gondor selbst erblicken. Doch der Schale fehlt die Reichweite und Klarheit des Palantir. Und ich frage mich, ob sie uns überhaupt etwas anderes zeigt als unsere Wünsche. Interessant. Gut. Konnten Elben mit so einer Schale wahrsagen? Ja. Und das war sicherer, als einen Palantir zu benutzen. Denn die Visionen kennen nur eine Richtung. Okay. Verdammt. Gut. Was haben wir hier in der Nähe, was gemacht werden sollte? Gut, dann gehen wir hier hin. Das da vorne. Okay. Natürlich die Geistersicht, damit wir, falls wir jemanden treffen, ihn auch gleich rekrutieren können. Es geht nicht über den Geruch. Okay. Ich werde dich. Und auch da. So, hier. Also sag mir, die Schwächen dieses widernatürlichen Vollidioten. Okay, Sauerlippe, tödlich bei Bestienfutter und Furcht vor Festnageln. Hab's probiert. Ja.
den will ich töten. Aber aus Gründen. Okay. Der gehört einer zu uns? Kann man den... Aha. Gut. Hm? Perfekt. Erdregita. Ich glaube, er bringt sie entweder um oder macht sie zu Orks. Ah ja. Gut. Du wirst gehabt. Gut, wer ist dieser Typ da? Der Sklaventreiber. Gut zu wissen. Du leidest. Das ist einfach. So, zack. Boom. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Ich glaube, das sollte genug Ablenkung sein. So. Kann man ihn nicht befreien? Egal. Das hätten wir. Was haben wir als nächstes? Ja, machen wir doch dieses Gebiet hier kurz fertig. Gut, aber... Für den Häuptling! Oh, das sind unsere Leute. Gut, und wo ist der gebrochene Karagor? Lass den Karagor in Ruhe. Gut, gehört jetzt zu uns. So, der ist jetzt tot. Wer hat meine Orks getötet? Ist das das Palantir? Nein. Was war das? Eigentlich falsch. Ich wollte weiter. Gewohnheit. Sorry. Okay. So, übernehmen. Gut, dann übernehmen wir halt an, dass sie fliehen. Kommt, greif mich an. Ja, was? So, zack. Der nächste, bitte. Ups, den falschen angegriffen. Das wollte ich zum Beispiel nicht. Ich will darüber. Gut. Meins. Was haben wir hier? Numenor war eine Insel im Scheidemeer im Westen, das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe, vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten. Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren, und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Okay.
Ein numenorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.